denn? Puh. Gut gemacht. Was? Na, dass du auf mich gehört hast. Die Sucher fackeln nicht lange. Hab ich gemerkt. Was suchen die denn? Und du? Was suchst du? Meine Schwester. So klein ist sie und... Und ganz schön todesmutig. Du hast sie gesehen? Sie spazierte im Maul des Weltenwurms herum. Da zuckte sein Kiefer noch. Was? Du meinst, der Wurm lebte noch? Wie auch immer ihr es geschafft habt, lebend aus einem Weltenwurm herauszukommen oder ihn sogar zu töten, bestimmt war eine mächtige Portion Glück dabei. Hoffentlich verlässt es euch nicht, sonst kommt ihr hier nicht weit. Übrigens ist deine Schwester bald in Sicherheit. Einer von meinen Leuten bringt sie ins Geheimversteck. Wohin? Kann ich dir nicht sagen. Ist geheim. Was bedeutet einer von deinen Leuten? Hallo? Wer bist du überhaupt? Komm. Hey, warte! Wie ist sie da hochgekommen? Sie kann klettern, dann ging wichtigere Frage, wie komme ich da hoch? Na gut, dann schauen wir uns mal da an. Da ist auf jeden Fall einmal ein Pilz. Und den werden wir aus... geht nicht. Hm? Sind die aus Gummi oder was? Anscheinend. So, dann haben wir da noch eine Blume. Klar, wenn ich schon nicht die Wand hochkomme, dann kann ich ja ein paar Blumen pflücken. Dann muss ich mich umsetzen. Weil ich rede nicht so laut. Aber jetzt ist es nochmal besser, oder? Jetzt bin ich näher am Mikrofon dran. Zwar nicht mehr so ganz im Bild, oh Gott, aber... Verdammt, ich hab mich geschnitten, ich hab mich geschnitten! Oh nein! Ich werde eine Blutvergiftung bekommen, ich werde sterben! Ich muss die Wunde auswaschen. Sofort auswaschen. Oh Gott sei Dank. Sauberes Wasser. Das ist ein Tümpel. Hoffentlich. Und jetzt? Bin ich jetzt lauter und besser? Ich hab's neben dem Zahn. Die Adern an meinem Handgelenk sind schon ein bisschen dunkler als vorhin. Ich werde das überleben. Ich werde das überleben. In dem Grund ist er eh schon leise dreht. Bis zum geht nimmer mehr. Ich kann nicht glauben, dass das Vieh noch gelebt haben soll, als Rini da drin war. Klar, wenn ich schon nicht die Wand hochkomme, dann kann ich ja ein paar Blumen pflücken. Klar, wenn... Okay, er will es nicht, die Blumen pflücken, weil er ist was Besseres. Darauf käme ich bestimmt die Wand hoch, wenn ich ihn bis dahin rollen kann. Ich wünschte, Spot wäre da. Hm? Spot, bist du das? Aber natürlich, das hier ist Silence. Ja, sagt Eka, den Spot braucht man. Ja, du bist es! Du bist es! Schlüpfst du jetzt und hilfst mir? Was? Warum nicht? Na, warte. Ich hol dich da raus. Die Waisenhausmethode. Einfach dem nächstbesten Kind auf den Kopf hauen. Ach, nicht mal ein Riss. Das hätte ich von einem Spot-Eye auch nicht anders erwartet. Hey Spot, ich weiß, wie sehr du Blumen magst. Wieso kommst du nicht raus und schaust sie dir an? Oder isst sie auf? Spot aufspießen? Doofe Idee. Vielleicht kann man mit einem Pilz. Schau mal, Spot, lecker Baumpilze. Aha. Oh ja, du hast Hunger. Spot, alter Nimmersatt, komm raus und probier sie mal. Du hast doch bestimmt ganz schön Hunger.
Soviel ich weiß, ist Spot keine Amphibie. Ein schönes, warmes Nest. Genau da gehörst du jetzt hin, Spot. Oh, verdammt! Na, warte. Ich krieg das Ei schon ins Nest. Spring raus! Hopp! Na los! Na, warte. Ich krieg das Ei schon ins Nest. Der hat schon lange kein Wasser mehr gesehen. Wir müssen auf jeden Fall das Vieh da weglocken, aber das wird nicht so schwer sein. Weil viel gibt's ja noch nicht zu machen. Jetzt oder nie. Zack, schau, und schon reinkriegt. Beeil dich mit dem Schlüpfen, okay? Da ist er schon. Spot! Du bist es! Du bist es wirklich! Komm her! Oh Mist! Böse Mama! Na super. Puh, das war ganz schön knapp. Aber super Spurt dafür, dass du gerade geschlüpft bist. Das soll dir erstmal einer nachmachen. So, jetzt lass uns versuchen, von hier wegzukommen. Bist du bereit? Okay, mit X können wir am Spot wechseln. Cool. Platt wie eine Flunder. Probier das mal. Aha. Ja, nicht verraten mal alles. Muss ja selber drauf kommen. Futter für Spot. Spot ist voll. Da passt nicht einmal mehr das berühmte Pfefferminzblättchen rein. Das er natürlich trotzdem essen würde. Ja, aber nicht instant sofort die Antwort verraten. Blume, die soll er fressen. Na, lass es dir schmecken. Was bringt eigentlich? Was bringt uns jetzt der Spot? Na, ist dich satt. Tja, der Zahn frisst alles. Oh, schmeckt wie Schuhsohle, stimmt's? Oder wie Schnitzel im Waisenhaus. Kann ich doch bitte alles zusammenessen? Echt jetzt? Irgendwie. Na gut, wechseln wir wieder zurück. Warum auch immer, er hat alles zusammengefressen. Dann lasse ich ihn aber auch das zusammenfressen noch. Ich dachte, das Einzige, was dir nicht schmeckt, sind Furzpilze. Das ist ein Furzpilz. Trink mal was. Da wieder ein Spot mit Wasser drin.
Was bringt das? Roll mal nach. Du fetter, fetter Spot. Was ist jetzt, Jira? Und wie kommst du jetzt drauf? Warte hier, okay? Bin gleich wieder da. Ist ja die einzige Möglichkeit, wenn es der Wasserspot ist. Unten. Die Frage ist nur, was wir bewässern. Den Kopf vielleicht. Oder wir brauchen irgendwas zum Einpflanzen oder so. Aber schau jetzt immer mal oben. Wow. Hey, wieso bist du so schnell weggerannt? Wieso hast du so lange gebraucht? Wo ist Rini? Wir folgen ihr, sobald ich die Brücke gesprengt habe. Sobald du... Was? Willst du dich umbringen? Hast du Rini umgebracht? Quatsch! Ich bin Kira, Anführerin der Rebellen. Keine Alles Mörderin. Alles klar. Und ich gehe hier nicht weg, bevor diese Brücke zerstört ist, klar? Verstanden. Wieso erzählst du mir das? Weil du mir dabei helfen wirst. Verdammt, die Lichter sind aus. Was? Was bedeutet das? Dass die Sucher bald kommen. Halt mal kurz. Wieso? Was ist das? Einfach Feder gedrückt halten, okay? Nur damit ich das richtig verstehe, das hier wird eine Bombe? Ja. Ah. Alles klar. Ihr seid Rebellen und wollt die Brücke sprengen. Logisch. Ganz genau. Logisch, ja. Habt ihr Rini als Geisel genommen, damit ich euch helfe? Auf einen Helden wie dich haben wir die ganze Zeit gewartet. Warum sollte ich euch helfen? In dieser Welt gibt es nur noch Sucher oder Rebellen. Zu welcher Seite willst du gehören? Was sind diese Sucher? Marionetten der falschen Königin. Sie führen ihre Befehle aus. So, fertig. Das müsste klappen. Willst du sie entsichern? Nein, ich bin Pazifist. Deckung! Das darf nicht wahr sein. Wieso stürzt das verdammte Ding nicht ein? Alles hängt an diesem Ring. Der muss auch gesprengt werden. Es reicht nicht für eine zweite Bombe. Oder vielleicht ja doch, nur ohne Zeitzünder. Eine Kamikaze-Bombe? Bist du irre? Nein, nur eine Patriotin. Oh Gott. Wenn ich nicht will, dass meine Wegbeschreibung zu Rini in die Luft fliegt, muss ich den Ring schneller kaputt kriegen. Na gut, das schauen wir uns gleich mal an. Was ist das hier für ein Stein? Das Wappen Kalimars war da drauf und ein Willkommensgruß für die Händler. Ich weiß nicht warum, aber die Musik ist so laut. Die jeden Tag zum Markt strömten. Es hat sich nichts verändert, so? Okay, also kann ich einstellen, was ich will. Was ist das für ein Ding? Damit lassen sich Sucher ablenken. Cool. Schmeißt du ihn mal rüber? Klar. Huch! Na toll, das war mein letzter. Tut mir leid. Was ist das für eine Stadt? Meine Heimat, Kalimar. Von Suchern überrannt. Nur noch ein paar Rebellen halten die Stellung. Wenn ich die Brücke nicht sprenge, kommen die Sucher ungehindert zu unserem Camp und es ist vorbei mit dem Widerstand. Vorbei mit Silence. Was soll das mit der Bombe? Ist das ein Terroranschlag? Willst du die Stadt sabotieren? Nein, ich will sie retten. Das muss doch irgendwie kaputt zu kriegen sein. Da ist doch ein Krebs da hinten.
Ah, okay, da haben wir was wegschiebt. Mir ist klar, dass du mit hochgehst, wenn die Bombe ohne Zeitzünder explodiert. Dann sterbe ich für Kalima. Lust mich da ja nicht spoilern. Oder war das jetzt anders gemeint? Gegen wen rebelliert ihr eigentlich? Zuckt's Ohr. Noch nichts von der falschen Königin gehört? Egal wie viele Sucher sie noch schickt, wir werden sie aufspüren und stürzen. Achso, das heißt. Sorry, die Müdigkeit. Ich hab zugeschlagen. So, dann schauen wir mal, was wir da mit Spot machen können. Das ladet jetzt wieder. Ziemlich lange. Trink mal was. Und der schießt nicht darauf, ne? Wow, du hast den grünen Daumenspot. Viele, viele grüne Daumen. Kennst du Sedgwicks Trick mit der Kanone? Wow! Und da war er weg. Jetzt können wir aber das da mitnehmen, oder? Der lose Zahn. Ich möchte bitte nie wieder an dieses Ding erinnert werden. Jetzt haben wir einen Spot herum. Na los, spreng den Ring! Was ist jetzt? Noch 20 Sekunden. Dann sind die Sucher auf der Brücke und stürmen das Camp. Und was machen wir nun? Ich weiß nicht, was du machst. Ich werde versuchen, sie aufzuhalten. Spinnst du? 10, 9, 8, 7. Ja, das Spot hat's geschafft. Ja. Juhu. Wie habt ihr das gemacht? Ich glaube, ich bin schwer beeindruckt von euch. Und ich glaube, das träume ich nur. Und jetzt auf ins Camp. Deine Schwester ist bestimmt schon da. Na los, worauf warten wir noch? Da geht's lang. Über die Brücke, die wir gerade gesprengt haben. Aber die Spot-Rätsel sind oft schon richtig gemein. Im ersten Teil schon. Ja, der Lade ist so schön. Man sieht nur meine Stirn, glaube ich. Du kennst den Weg und trotzdem laufen wir im Kreis. Wieso warten wir nicht auf meinen Bruder? Deswegen, kleine Lady. Außerdem knurrt dein Magen ziemlich laut. Und alle Essensvorräte sind im Keller. Mein Magen knurrt überhaupt nicht. Dann muss es wohl meiner sein. Moment, gleich fällt mir ein, wo wir lang müssen. Oh, schau mal, der arme Vogel. Das ist Horus, der Botenvogel vom alten Janus. Hol ihn schnell raus aus dem Ding. Das ist eine Karnivore, eine fleischfressende Pflanze. Egal, hol ihn raus.